fertig gemalt. Papa, gehen wir jetzt noch zum Schminkstand? Ja schon, aber ich habe gemeint, hast du nicht zuerst auf das Karussell wollen? Hast du Durst? Nein, Papa, ich habe gesagt, zuerst schminken und dann auf das Karussell. Ich kann doch nur als Indianerin auf das Ross gehen. Auf welches Ross? Das vom Karussell-Tank. Aha. Was hast du denn trinken? Ich habe nicht Durst. Darf ich ein Glas haben? Hoppla, das ist jetzt nochmal gerade gut gegangen. Es ist ja nichts passiert. Es ist ja schon schön, wenn die Kinder so Fun haben. Aber besser aufpassen könnten sie schon. Eigentlich sollte ja der Papi schauen. Zum Glück sind meine Hosen nicht vollgelassen. Ich bin so froh, dass ich keine eigenen Kinder habe. Der Aufwand ist viel zu gross und das Return on Investment rechnet sich nicht wirklich. Ich habe hier gar keinen Platz in meiner 5-Zimmer-Wohnung. Ein Strassenfest, das ist schon cool. Es ist gut, wenn ihm etwas geboten wird. Schliesslich sind die Mieten genug teuer in diesem Quartier. Und vor allem ist es der einzige Ort, wo man im Sommer noch ein Raclette essen kann. One, two. Oh, was redet jetzt der Löli? Aha, die Nächste möchte gerne Rockstars. One, two. One, two. Jack. Wenn es wenigstens Beatrice Segli wäre, dann wäre es nicht nur noch etwas zum Hören. One, two, check. Hey, Tontechnik, brauchen wir Stimme auf dem Monitor? Wie soll ich denn gut aussehen, wenn ich mich nicht höre? Am Strassenfest spielen fängt. Aber auf dem Guschen wäre es schon cool. Vielleicht das nächste Jahr. Hoffentlich tun es vorne so gut. Richtig bretschen muss es. Sonst geht die Girls nicht an. Wo soll ich am besten mein Velo anmachen? Nicht, dass wieder gestohlen wird, wie im letzten Sommer in der Lorraine-Body. Oh, Sabine ist hier. Hat sie mich schon gesehen? Soll ich Hallo sagen über das Mikrofon? Noch schnell einen Facebook-Check-in machen. Schließlich ist ja das Teilen sozial. Nein, besser nicht. Das wäre voll uncool. Mal schauen, ob Anja schon da ist. Sie hat gesagt, sie warte bei dem Barbier. Ich sollte unbedingt das neueste India Pale Ale probieren. Das sei der Hammer. Sie redet so, als kämen sie draus. Aber sie redet nur ihrem grossen Bruder nach. Ich habe eigentlich viel lieber Bio-Weiße. Natürlich ist sie noch nicht da. Typisch. Hey, ciao Sabine. Was machst denn du hier? Salut, Kuno! Noch schnell einen Drink nehmen, bevor wir weitergehen. Hast du nicht noch ein bisschen länger bleiben? Nein, geht nachher auf der Bühne unser Auftritt. Ach so, ich hätte gar nicht gewusst, dass du in einer Band spielst. Ja schon, du hast nicht... Hast du die neueste App schon reingeladen? Damit kannst du 360 Grad Selfies machen. Voll Virtual Reality. Die Jungen und ihre Gadgets. Es sieht schon lustig aus, wie sie gehen um ihre Telefontür herumtanzen. Komm, du musst dann die Runde drehen. Ja, nur noch ein bisschen weiter. Dann bin ich dann auch ganz drauf auf diesem Viertel. Schon verrückt, was ich hier alles schon gesehen und erlebt habe. Früher sind Ross und Wagen vorbeitrottet. Dann sind die Velo gekommen und später die Auto. Was kommt echt als nächstes? Auto, die selber fahren. Und dann noch etwa Auto, die selber fliegen. Oder vielleicht Förderbänder für die Individualfußgänger. Wie sieht es echt mit dem Platz aus? Nicht allzu lang ist es her, wo hier noch ist Wiese war. Jetzt wird es immer enger. Aber solange wir offen bleiben und in die Weite denken, sind wir auf dem richtigen Weg. Es geht immer weiter und
das ist auch gut so. Oha! Wer versucht sich denn jetzt an meiner Fassade? Vielleicht ist das ja der nächste Picasso. Nimm noch ein bisschen mehr Gelb, Gil!